So, das ist mein Lernplan. Ja, das ist jetzt also mein Lernplan. Und bisher läuft es doch eigentlich ganz gut. Ja, das ist mein Lernplan. Nächste Woche schreibe ich dann meine Klausur und liege aber auch ganz gut in der Zeit. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, wie der persönliche Lernplan aussieht. Denn jeder kennt sich selbst am besten, weiß, was er oder sie gut kann, was hilft, was schon mal geholfen hat. Und unsere Aufgabe ist es dabei, Anregungen geben, Tipps, was sie berücksichtigen können, damit der Lernplan eben besser wird. Ich habe heute meinen freien Tag. Morgen ist ja die mündliche Prüfung und ich versuche einfach, den Kopf frei zu kriegen. Ich habe mir einen Lernplan zusammengestellt. Ich habe einfach rückwärts gerechnet. Also ich wusste ja, morgen ist meine wissenschaftliche Diskussion und ich wollte ja unbedingt einen Tag vorher, also heute, einen Entspannungstag halt einlegen. Ne? Und damit ich mir diese Zeit freischaufeln konnte, musste ich mindestens 80% der Probeaufgaben in meiner Lerngruppe auch schaffen. Und damit ich das schaffe, muss ich halt diese Prüfungsprotokolle im Einzelnen durcharbeiten und ich wusste, wie lange ich dafür brauche, also wusste ich, wann ich damit anfange und das habe ich mit den einzelnen Lernschritten eben gemacht und dadurch wusste ich, wann ich anfange zu lernen. Ja, ich habe mich ziemlich konsequent an meinen Lernplan gehalten und ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut vorbereitet. Ja, kann losgehen. Rückwärtsplanen ist eine total gute Möglichkeit, um herauszufinden, wann ich eigentlich am besten mit dem Lernen beginnen möchte. Und auch um sicherzustellen, dass ich für die einzelnen Lernschritte wirklich genug Zeit einplane. Mir geht's ganz gut. Ich wiederhole noch ein bisschen. Ich schreibe heute Abend Thermodynamik und ich bin auch schon echt ziemlich nervös, aber das mit dem Lernplan hat eigentlich echt richtig gut funktioniert. Naja, ich habe mir halt einen Wochenplan erstellt, in dem ich meine Lernphasen auf die 5 Wochentage aufgeteilt habe. Und dabei habe ich dann auch berücksichtigt, dass ich jobben muss und einmal die Woche putze und zum Training gehe und 3-mal die Woche abends koche. Ah ja, um mich zusätzlich zu motivieren, habe ich mir Belohnungen in den Plan reingeschrieben. Also wenn ich einmal den Plan wirklich erfolgreich durchgehalten habe, dann habe ich mir am Ende, am Sonntag, der ist ja geblockt als freier Tag, einfach eine Belohnung gegönnt. Zum Beispiel bin ich ins Kino gegangen oder in die Therme oder habe mir einfach einen schönen Tag mit Freunden gemacht. Ein Belohnungssystem ist auch noch eine schöne Möglichkeit, mich selbst zu motivieren. So kann ich zum Beispiel nach einem Lerntag, der richtig gut gelaufen ist, ein Euro-Stück nehmen, in mein Sparschwein werfen und wenn ich die Klausur abgegeben habe, mir dann was Schönes kaufen. Ja, mit dem Lernen läuft es bisher ganz gut. In 2 Tagen habe ich auch die Klausur in höherer Mathematik und habe heute Vormittag 4 Stunden gelernt, mache gerade meine Pause und werde im Anschluss nochmal 4 Stunden lernen und dann sollte es auch reichen. Genau, hoffentlich auch für meine letzte Klausur im Studium. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass ich nie mehr als 8 Stunden am Tag lerne und dass ich auch genug Pausenzeiten einplane. Ich habe dann am Ende der Woche immer geguckt, ob es auch zeitlich geklappt hat, den Lernplan einzuhalten. Und falls nicht, dann musste ich halt die darauffolgende Woche ein bisschen anpassen. Aber hat auch immer ganz gut geklappt. Der letzte Punkt in unserer Lernplangestaltung ist jetzt noch die Nachkontrolle. Das heißt, bestenfalls setzen Sie sich abends immer hin und überlegen sich, wie war der Tag? Was an meinem Plan habe ich eingehalten und was nicht? Was hat mich motiviert? Warum war ich konzentriert? Was hat heute richtig gut geklappt und was möchte ich vielleicht morgen auch anders machen? Und aufgrund dieser Erfahrungen optimieren Sie dann Ihren Lernplan für den folgenden Tag. Und dann sind Sie auf einem richtig guten Weg. Und dann kann es losgehen. Ich bin bereit für die Klausur. Thank you.
Ja, war okay. Bei einigen Fragen war ich mir unsicher. Eine habe ich gar nicht gekonnt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war okay. Habe ich zwar schon öfters gedacht. Ja, abwarten, was kommt. Na, die Ergebnisse sind da. Nur kurz anmelden. Thermodynamik. Okay. Ich hab bestanden. Ja, bestanden, ne? Das ist der Hammer. Also mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Note hätte ein bisschen besser sein können, aber das ist egal. Hauptsache bestanden. Ja, und jetzt habe ich noch ein Spiel und heute Abend wird gefeiert. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. In 4 Stunden geht mein Flieger. Ich muss mich etwas beeilen. Ich fliege jetzt nach New York. Nächste Woche ist endlich der Marathon. Meine ganz persönliche Belohnung für das bestandene Studium. Die Klausur ist jetzt endlich durch. Alles ist geschafft und ich freue mich jetzt einfach nur noch darauf. Am liebsten möchte ich unter 5 Stunden kommen, aber ja, mal sehen. Oh, da kommt jetzt auch schon mein Bus. Tschüss!